Herzlich willkommen bei den Videos aus der systemischen Welt. Hier ist eine neue Folge und wir wollen einen weiteren sehr elementaren Begriff in dem Systemischen beschreiben, und zwar Konstruktivismus. Es scheint, als hätten wir keine wirkliche Wirklichkeit. Würdest du dem so zustimmen? So sieht es aus. Zumindest mal die Systemiker, die konstruktivistischen Systemiker gehen davon aus, dass wir keinen Zugang zur wirklichen Welt haben, sondern immer nur zu unseren Konstrukten, zu dem, wie wir uns die Welt konstruieren oder wie wir die Welt erfinden. Und das heißt, wir konstruieren die Welt. Das ist eine Kernidee des der systemischen Welt, des systemischen Denkens. Das heißt, die Realität gibt es gar nicht, und oder vielleicht gibt es sie doch, aber die Realität gibt es immer nur subjektiv. Ich habe meine Realität, du hast deine Realität, und die können sehr unterschiedlich sein. Ja, subjektiv, den Begriff würde man nicht so gerne verwenden, aber trotzdem, jeder praktisch ist immer abhängig vom Beobachter. Mhm. Jeder beobachtet seine eigene Wirklichkeit. Mhm. Und konstruiert seine eigene Wirklichkeit, und die können völlig unterschiedlich sein. Es gibt nicht die wirkliche Wirklichkeit, mhm. Das ist immer nur ein Konstrukt. Das heißt, aber das Konstruierte, der Konstruktivismus, ist auch nur konstruiert. Das ist jetzt aber spitzfindig. Oder ist es nicht so? Doch. Streng genommen, ja, das hätte ich jetzt lieber verschwiegen, aber können wir das durchaus mal, wenn so diese kritischen Fragen kommen. Ja, das Konstrukt, der Konstruktivismus selbst ist natürlich auch ein Konstrukt. Mhm. Und der Konstrukt des Konstruktivismus auch. Ist dann auch wieder. Und der und so weiter. Man hat, kann einem schwindelig werden. Also insofern können wir nicht sagen, es gibt nicht die wirkliche Wirklichkeit, das wissen wir ja gar nicht. Das können wir gar nicht sagen. Sondern nur, wir beobachten eine ganz bestimmte Wirklichkeit. Auch das kann natürlich anders sein. Da wird es einfach mal eine Behauptung, eine Hypothese, die wir einfach mal aufstellen, mit der wir arbeiten, und es kann natürlich falsch sein. Mhm. Was hat das Ganze jetzt dann mit der systemischen Beratung zu tun? Also ich denke gerade, wir entfernen uns da sehr von dem wirklichen, realen Leben, was so da draußen auf den Straßen passiert, womit sich jeder einzelne Mensch tagtäglich abgeben muss, darf, wie auch immer. Aber ganz konkret nochmal, was hat Konstruktivismus jetzt mit der systemischen Beratung zu tun? Oder zunächst mal womit kann man es nutzen? Also nicht nur in der Beratung, sondern... Darauf kommen wir dann gleich nochmal, genau, wie können wir das denn im alltäglichen Leben? Aber lass uns kurz nochmal die Frage klären. Konstruktivismus in Bezug auf die systemische Beratung? Das bedeutet, dass wir davon ausgehen, unser Gegenüber, unser Klient, konstruiert seine eigene Wirklichkeit. Genau. Und ich als Berater konstruiere auch meine Wirklichkeit. Mhm. Niemand hat recht. Wir sind beide sozusagen abhängig von unseren Konstrukten. Und es ist so, wie es ist. Und es ist nicht so, wie es ist, sondern es ist so, wie es beobachtet wird. Wie es beobachtet wird, wie jeder Einzelne beobachtet. Also wir würden nicht sagen, wie ist die Welt, sondern wie wird die Welt beobachtet. Ja. Okay. Und wie wir das eben dann jetzt, da muss jetzt der nächste Schritt hingehen. Was bringt mir das denn alles so im alltäglichen Leben vielleicht auch? Das ist eine Frage, glaube ich, die von ganz großer Wichtigkeit ist. Also was bringt mir das fürs Leben? Wenn wir davon ausgehen, dass meine Wirklichkeit konstruiere und mein Gegenüber und alle Menschen auch, dann führt das zwangsläufig dazu, dass ich ein viel höheres Maß an Toleranz entwickeln kann. Also ich weiß ja, das, was ich sehe, ist nur konstruiert. Ich habe nicht wirklich recht. Und ich kann also ein viel höheres Maß an Toleranz und Wertschätzung für andere, für deren Konstrukte und so weiter entwickeln, muss nicht rechthaberisch auf meinem Standpunkt bestehen, sondern kann einfach davon ausgehen, ja, das ist eine konstruierte Wirklichkeit, das ist seine konstruierte Wirklichkeit, das ist meine konstruierte Wirklichkeit. Also das hat einen ganz großen Vorteil, auch fürs praktische Leben. Mhm. Jemand begegnet einem auf der Straße irgendwie auf eine bestimmte Art, die wir für absurd halten, dann ist es nicht so absurd, sondern wir halten es für absurd. Mhm. Wir konstruieren irgendwas Absurdes. Mhm. Jemand anders würde das Beispiel, das Fritz Zimmer mal gebracht hat mit dem Schiedsrichter, der in einem bestimmten Kontext auf dem Fußballfeld verschiedene bunte Karten zückt und in der schwarzen Shorts rumrennt und pfeift. Das ist ein Konstrukt, zunächst einmal, wir konstruieren das als nützlich und sinnvoll dort. Es gibt also nicht eine wirkliche, das ist wirklich sinnvoll und nützlich, sondern in diesem Kontext konstruieren wir es als nützlich und sinnvoll. Der gleiche Mann, samstags mittags in der Fußgängerzone, schwarze Shorts, Trillerpfeife, der wird sofort unter die diagnostischen Kriterien eines Psychiaters fallen. Ja. Und wird vielleicht psychotisch oder verrückt,
Also konstruieren wir dann eine andere Wirklichkeit. Mhm. Im einen Fall ist es nützlich und sinnvoll, aber es ist nicht wirklich da. Der Staat ist ja genau der gleiche Mann. Mhm. Aber wir konstruieren sein Verhalten dort als falsch. Mhm. Oder nicht unpassend. Ist aber nicht wirklich unpassend, mhm. sondern nur, wie wir es eben für unpassend halten. Mhm. Ja. Ein schönes Beispiel mit dem Menschen in der schwarzen Shorts, der samstagnachmittags im Wildparkstadion oder welchem Stadion auch immer dieser Nation steht oder in der Fußgängerzone. Ein anderes Beispiel ist ja auch noch ein anderer Mann, der eine Bank ausraubt und viel Geld erbeutet, ja. viel Geld klaut. Das Bankausrauben an sich, aus systemischer Sicht, ist erstmal nicht schlimm, sondern es ist halt so. Der tut, der, genau, er tut das so. Jetzt versuchen wir immer auch einen Konsens zu finden. Also die meisten Menschen werden bei dem Menschen in der schwarzen Shorts, der samstagnachmittags in der Fußgängerzone steht, werden die meisten Menschen einen Konsens darüber haben, dass der schräg ist. Danke. Ja. Die meisten Menschen bei der gleichen Person im Fußballstadion werden sagen, der ist nicht schräg, sondern der tut genau das Richtige. Genau. Bei dem Menschen, der jetzt die Bank ausraubt, da würden auch viele Menschen sagen, der tut etwas Falsches, also dort einen Konsens finden. Die meisten. Ja. Die meisten. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die würden sagen, der tut genau das Richtige, nämlich andere Bankräuber. Ja. Der tut genau das Richtige oder ja, die sind darüber im Konsens. Der konstruiert seine Wirklichkeit anders. Man darf eine Bank ausrauben. Ja. Genau. Ist damit so Konstruktivismus umfassend beschrieben? Ja, es gibt noch viel dazu zu sagen, neurobiologische Zusammenhänge oder das wollen wir jetzt nicht machen, ist zu weit. Aber das reicht eigentlich. Wir erfinden unsere Wirklichkeit selber. Oder Heinz von Förster sagte, die Welt, wie wir sie erleben, ist unsere Erfindung. Mhm. Die Welt ist unsere Erfindung, sonst nichts. Und belassen wir es mit dem Schluss. Ja. Oder? Okay. Vielen Dank ja. und bis zum nächsten Video aus der systemischen Welt. Ciao.